Moin Leute, die Reaktionen auf mein letztes Video bzw. Experiment waren folgendermaßen. Sowas nennt sich Wissenschaftler, der hat den Doktortitel nicht verdient. Also es waren zumindest mal so zwei böse Kommentare nach meinem letzten Video. Naja, und um ehrlich zu sein, waren das auch die einzigen bösen Kommentare, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht alle gelesen, aber ja. Und das Video hatte insgesamt 99,2% positive Likes, was extrem gut ist, aber es gab auch echt viele Leute, die mir halt wirklich geschrieben haben, also ich habe wirklich hunderte Mails erhalten, die meinten, na, da stimmt was nicht und so, und das habe ich mir jetzt nochmal genauer angesehen und jetzt die Frage, was war da los und wie falsch lag ich denn eigentlich nun, ne? Ich wollte die Effizienz der Klimaanlage fürs Heizen messen, das war so quasi die Idee, und dafür habe ich einen Raum genommen und diesen um 5 Grad Celsius erwärmt. Einmal mit der Klimaanlage und einmal mit einem Heizlüfter. Natürlich mit Pausen dazwischen und immer wieder auskühlen lassen, damit das irgendwie halbwegs vergleichbar ist. Dabei habe ich dann gemessen, wie viel Strom verbraucht wird. Und die Ergebnisse sahen halt wie folgt aus. Der Heizlüfter hat so 23 Minuten gebraucht und dabei 1,1 Kilowattstunden verbraucht. Die Klimaanlage im Automodus, also ich habe die in zwei verschiedenen Modi getestet, hat 18 Minuten gebraucht und dabei 0,25 Kilowattstunden verbraucht. Und im Power-Modus, also wo die richtig alles gibt, 10 Minuten und 0,1 Kilowattstunden. Und die Zeit zwischen den Tests waren immer so circa eine halbe bis eine Stunde mit Auskühlen lassen und Ventilator an. Naja, nimmt man an, dass der Heizlüfter mit ungefähr 100% Wirkungsgrad arbeitet, dann kann man abschätzen, wie gut die Klimaanlage im Vergleich funktioniert. Und dafür teile ich dann einfach die 1,1 Kilowattstunden vom Heizlüfter durch die 0,25 Kilowattstunden der Klimaanlage und da kommen dann zum Beispiel 4,4 raus. Und im Power-Modus wären das 11. Und tatsächlich sollte das so ungefähr der Leistungszahl oder dem COP, also dem Coefficient of Performance entsprechen. Und das ist einer der wichtigsten Kennwerte einer Wärmepumpe. Merkwürdig war halt nur der Unterschied zwischen dem Auto- und dem Power-Modus. Und in meinem letzten Video habe ich ja, da ich persönlich tatsächlich in der Forschung für Flugzeugtriebwerke arbeite und wir ganz viel mit Verdichtern zu tun haben, musste ich sofort an verändertes Verdichterkennfeld denken. Das war aber viel zu kompliziert gedacht, denn es ist nämlich viel simpler. Was war also mein Denkfehler? Rechnen wir doch erstmal aus, wie viel Energie die Luft eigentlich aufnehmen kann. Ja, ich habe das mal hier auf der Tafel so ein bisschen aufgeschrieben und ihr seht so 33 Kubikmeter Luft, so viel ist in dem Raum ungefähr drin, hat so eine Dichte von 1,204 Kilogramm pro Kubikmeter und damit komme ich dann auf ungefähr 39,7 Kilogramm Luft, die in dem Raum drin sind. Die Wärmekapazität von Luft, also bei normaler Umgebungsbedingungen, liegen so bei 1,005 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Rechne ich das jetzt aus mit einer Temperaturerhöhung von 5 Kelvin, also ne, bei einem Differenz ist das dann auch, entspricht das 5 Grad Celsius, dann sind das die 39,7 mal die 1,005 mal 5 und da kommt dann ungefähr 199,5 Kilojoule raus. Wir wollen das aber in Kilowattstunden haben, also rechnen wir das um, das geht mit dem Faktor 0,000277 und da bin ich dann bei 0,055 Kilowattstunden. Mehr kann die Luft gar nicht aufnehmen, wenn ich die um 5 Kelvin erhitze. Und wir haben aber 1,1 Kilowattstunden verbraucht. Und wenn wir jetzt sagen, es war ungefähr bei 100% Wirkungsgrad, dann ist natürlich die große Frage, wo sind die restlichen 1,045 Kilowattstunden hin? Naja, da bleiben ja eigentlich nur noch die Wände und Verluste, die irgendwie nach außen gehen. Verluste, die nach außen gehen, weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Wie viel die Wände aber speichern können im Vergleich und ob diese 1,045 Kilowattstunden ungefähr passen könnten, das kann ich ausrechnen. Das Volumen der Wände liegt bei 0,35 Kubikmeter und das Volumen der Decke und des Bodens liegen bei 0,24 Kubikmetern. Ich habe jetzt hier mit einem Zentimeter Dicke gerechnet, kenne ich eigentlich auch nicht, weil ich nicht weiß, wie tief die Wärme da eingedrungen ist. Ist jetzt aber einfach mal eine Hausnummer, einfach mal, um es abzuschätzen, ob das ungefähr hinhauen könnte. Damit komme ich dann Gewicht von den Wänden, wenn ich jetzt sage, das ist aus Gips und das sind sie hier in dem Fall. Die haben eine Dichte von 2300 Kilogramm pro Kubikmeter mal die 0,35, dann komme ich ungefähr auf 805 Kilogramm, die die Wände ungefähr wiegen sollten. Das Gewicht von Decke und Boden liegt dann, das ist aus Holz oder aus Pressspan, da habe ich dann 500 Kilogramm pro Kubikmeter mal die 0,24 Kubikmeter sind ungefähr 120 Kilogramm. Wie gesagt, das ist jetzt alles super grob geschätzt, aber so Pi mal Daumen wird das hinhauen. Und wie gesagt, auch die Dicke ist natürlich schwer zu bestimmen, da man nicht weiß, wie tief die Wärme in der kurzen Zeit da eingedrungen ist. Eigentlich müsste man tatsächlich die Wärmeleitungsgleichung lösen. Das ist eine partielle Differentialgleichung, damit könnte man es deutlich besser abschätzen. Das ist mir jetzt aber hierfür
dafür viel zu aufwendig und für eine Größenordnung kriegen wir das auch so hin. Also wie viel Temperatur würde sich die Wand denn erwärmen durch die 1,05 Kilowattstunden, wenn die Wärme so einen Zentimeter eindringen würde und homogen verteilt wäre? Ne? Das ist jetzt halt die Annahme. Und das sollte ja eigentlich unter 5 Kelvin sein, weil viel mehr habe ich ja gar nicht reingesteckt. Und ja, schauen wir mal. Die spezifische Wärmekapazität von Gips, die liegt bei 1 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin und die von Laminat bei 1,8 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Wie gesagt, das sind alles nur Schätzwerte. Ja, wenn ich das jetzt alles mal ausrechne und mir anschaue, wie viel Kilowattstunden müsste das denn dann ergeben bei irgendeiner Temperaturdifferenz, dann seht ihr hier, das sind 805 mal die spezifische Wärmekapazität von 1 und plus die 120 Kilogramm, also das von dem ganzen Holz quasi, mal die 1,8 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin, also auch die spezifische Wärmekapazität. Das muss ich wieder umrechnen, also kommt dann quasi Kilojoule raus, ich will es aber in Kilowattstunden haben, also wieder mal den Umrechnungsfaktor 0,000277 und das mal der Temperaturdifferenz, das würde dann meine Kilowattstunden ergeben, die quasi da drin stecken würden für irgendeine gewisse gegebene Temperaturdifferenz. Da ich ja jetzt weiß, ich habe ja noch irgendwie 1,045 Kilowattstunden verbraucht, kann ich die Gleichung dann ja nach der Temperaturdifferenz umstellen und dann habe ich ungefähr den Temperaturanstieg. Wenn ich das jetzt mache, komme ich auf 3,68 Kelvin Temperatureinstieg. Und das könnte tatsächlich sein. Also es ist zumindest niedriger als die 5 Kelvin. Das ist jetzt nicht so völlig absurd, ja. Das heißt, die Wand hat in irgendeiner Form genügend Kapazität, um das mehr oder weniger abzubilden. Also dass es irgendwie passt. Ne, wie gesagt, es werden auch noch irgendwie Verluste da eingehen und die Eindringtiefe wird geringer sein vermutlich. Und es ist nicht homogen verteilt in der Wand. Ne, also wir haben da total viele Ungenauigkeiten. Aber sowas um den Dreh wird sich die Wand vermutlich erwärmt haben. Und das erklärt uns zumindest jetzt hier den Unterschied. Ne? Also einfach nur, um mal eine Größenordnung zu haben. Also wenn wir es jetzt mal alles zusammenfassen, der Unterschied zwischen dem Power- und dem Auto-Modus ist dadurch erklärt. Der kommt ganz alleine daher, dass der Power-Modus einfach viel weniger Zeit benötigt hat, also nur die Hälfte, und dadurch ganz einfach die Wände weniger stark erwärmt hat. Und das ist eigentlich der große Unterschied vermutlich gewesen. Ja, was heißt das? Das heißt erstens, dass für solche Experimente die Aufheizzeiten möglichst gleich sein sollten, damit das vergleichbar ist. Die Restwärme in den Wänden sollte möglichst gering sein. Also das kann ich ja zum Beispiel auch mit einer IR-Kamera messen oder so. Wie hoch ist die Temperatur? Und es ist immer noch ungewiss, ob meine Pause zwischen den Tests ausreichend war. Auch das kann nochmal einen Fehler reingebracht haben. Die Klima hat natürlich einen kleinen Nachteil, denn beim Hochfahren musste ich halt erstmal die Leitungen, den Wärmetauscher und auch den Kompressor erwärmen. Und die haben ja auch alle irgendwie eine gewisse Wärme, die die aufnehmen können. Und das ist so eine Art Overhead, den ich erstmal überwinden muss. Das heißt, bei einer sehr kurzen Zeit fällt das natürlich negativ ins Gewicht. Dadurch würde sich das Ergebnis der Klima nochmal verschlechtern. Da wäre ein längerer Test sinnvoll, denn dann fällt dieser Overhead nicht mehr so ins Gewicht. Dinge wie jetzt Abtauautomatik und so weiter sind natürlich auch nicht mit drin. Ne? Das ist halt ganz schwer jetzt zu messen. Könnte man aber mal bei einer tieferen Temperatur testen. Automodus und Heizlüfter hatten ähnliche Zeiten und könnten daher auch dem Ergebnis oder der Realität mit am nächsten kommen. Also die 4,4, die ich da ausgerechnet habe, die sind vermutlich gar nicht mal so falsch. Den Test müsste man aber eigentlich jetzt nochmal für verschiedene Außentemperatur wiederholen und dann könnte man sich wirklich so eine Art Klimaanlagen-Leistungskennfeld bestimmen. Und das wäre eigentlich schon interessant. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn die Temperaturen jetzt nochmal wirklich richtig fallen, dann können wir da vielleicht echt was sehen. Was aber auch klar wird, und das fand ich interessant, es ist halt möglich, einen Raum mit sehr wenig Energie sehr schnell warm zu bekommen, wenn ich nur die Luft erwärme. Das heißt, irgendwie für gewisse Räume, die ich zum Beispiel irgendwie nur kurzfristig nutze, kann man sich diesen Umstand ja zunutze machen. Das heißt, ich nehme irgendeine Konvektionsheizung, die mir wirklich eigentlich in kürzester Zeit irgendwie meine Luft erwärmt, weil das nicht viel Energie braucht. Und dann, was weiß ich, wenn ich mich da nur 10 Minuten aufhalte, dann reicht das. Und danach kann ich es wieder auskühlen lassen. Okay, also wie immer, Fehler und Bugs gebe ich natürlich immer gerne zu und versuche auch, die so gut wie möglich zu korrigieren. Ne, ich will euch hier auf jeden Fall Qualität liefern, da bin ich eigentlich immer sehr ehrlich. Aber denkt halt auch immer dran, ich bin im Kern einfach nur ein Typ mit einem Vollzeitjob und zwei kleinen Kids und ich mache das hier echt in meiner wenigen Freizeit alles, ne? Aber schlaue Leute wie Physikprof Hundhausen, Stefan Holzheu und auch Nick, die stehen mir mittlerweile hier echt zur Seite und echt ein großes Dankeschön dafür, das hilft sehr. Und auch euch ein Danke an alle, die mir die Fehler auf nette und konstruktive Art und Weise gezeigt haben. Das fand ich richtig toll, also es war ja wieder irgendwie was Cooles. Und danke auch an meinen Cutter Manuel, der mir echt hilft und mittlerweile auch einen eigenen Kanal über seine praktischen Erfahrungen mit seinem neuen E-Auto teilt. Also schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Ciao.